Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Und heute beschäftigen wir uns hier zum allerersten Mal mit dem neuen TV-Format, wo wir jetzt im Sommer Yvonne Wölke und Peter Klein zusammen vielleicht rumturteln sehen werden. Beide werden auf RTL in der Primetime zu sehen sein und ich werde euch heute alle Informationen zusammenfassen, die es bereits gibt und die ersten Bilder und geheime Bilder und ach, was hat der Katzenreporter für euch alles recherchiert? Da ist eine Menge bei rumgekommen. Ihr werdet hier wirklich alle Informationen, die es so gibt, von mir zusammengefasst bekommen. Ich hoffe, ihr freut euch und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es gibt viele, die sich hier für eine Kanalmitgliedschaft entschieden haben. Ich zeige euch das mal ganz kurz und dann blende ich hier die Namen ein. Vielen, vielen herzlichen Dank für alle, die sich hier entschlossen haben, mich zu unterstützen. Wenn ihr auf dem Kanal seid, habt ihr hier Mitglied werden. Es ist ein ganz kleiner Punkt und da kann man mich dann mit 99 Cent im Monat bei meiner kleinen Berichterstattung unterstützen. Es gibt natürlich auch andere Beträge, aber mit 99 Cent kann man mir hier schon toll unterstützen, den Katzenreporter. Und wenn ihr Lust habt, dann tretet doch gerne in die Kanalmitgliedschaft ein. Müsst ihr aber auch nicht. Alles das, was ich hier mache, ist natürlich auch weiterhin genauso umsonst, wie es schon immer war. Ich wollte nur einmal darauf hinweisen, denn ihr wisst es ja, so ein kleiner YouTube-Kanal, der finanziert sich natürlich auch durch die tolle Community. Also, wir starten mit dem neuen TV-Format von Yvonne Wölke und Peter Klein. Und da werden wir uns jetzt erstmal einen Pressetext durchlesen. Wir werden uns das Logo schon mal anschauen, damit wir schon ungefähr wissen, worum es geht. Und schalten hierzu einmal auf fernsehserien.de. Und da oben habt ihr schon das Logo Wettkampf in vier Wänden. Die ultimative Bau-Challenge. So heißt das neue Format. Und hier seht ihr das. Vier Rohbauwohnungen, vier Hobby-Handwerker-Teams, eine Mission. In 6 Wochen müssen sie aus ihren identischen Wohneinheiten hochwertige und besondere Wohnungen machen. Egal ob Bad, Küche, Wohn- oder Schlafzimmer, Kreativität, Talent und starke Nerven sind gefragt. Die Teams wohnen und bauen 24/7 gemeinsam auf der Baustelle. Expertin Eva Brenner begleitet sie bei der Challenge. Pro Folge wird jeweils ein Zimmer saniert, eingerichtet und abschließend von einer Fachjury bewertet. Das Team mit den wenigsten Punkten muss die Bau-Challenge verlassen und hat keine Chance mehr auf den großen Preis von 50.000 Euro. Zitat Ende. Darum geht es erstmal, dass ihr ungefähr wisst, wie das TV-Format vonstatten ist. Jetzt habe ich exklusive Bilder von dem Set, sehr geheim, sehr undercover, aber ich habe sie trotzdem für euch und die zeige ich euch jetzt mal. Ich werde natürlich immer die Quelle einblenden, dass ihr wisst, woher ich das habe. Und hier seht ihr schon Peter Klein am Schuften, am Ackern, hier mit einem Brett. Das sind alles natürlich ältere Bilder, das kennt ihr vielleicht auch. Vielleicht kennt ihr ja auch den einen oder anderen Artikel. Für mich war es wichtig, euch alles in einem Video zusammenzutragen. Hier, wie gesagt, Peter am Arbeiten. Hier haben wir einen kleinen Bereich, der beleuchtet war. Das war so ein kleiner Außenbereich. Hier haben wir das Set, die Auffahrt, wo der Kameramann schon steht. Also hier wurde quasi alles vorbereitet. Dann haben wir hier den Chill-Bereich. Ihr seht, das ist alles sehr einfach eingerichtet. Hier mit Grill und Schlafecke. Hier sollen sie sich wohl ausgeruht haben. Und wenn wir einmal weitergehen, haben wir noch das Bild hier. Das ist quasi die Ansicht einmal von außen, dass man quasi das Baugelände einmal sieht, dass man sich hier auch ein Bild machen kann. Und dann zeige ich euch mal noch ein Bild. Zack, und hier habt ihr nochmal das große Bild. Und jetzt kann man doch relativ deutlich sehen, um was es sich handelt. 4 Teams, 4 Wohnungen, das ist das Wohnhaus, vermutlich so nach Informationen der Bild. Und hier sind dann quasi die 4 Wohnungen, der Balkon auch noch nicht fertig. So sieht der sanierungsbedürftige Bau aus, den unter anderem auch Peter Klein und Yvonne Wölke in ihrer schweißtreibenden Arbeit saniert haben. So habt ihr jetzt schon mal die ersten Bilder. So, und dann natürlich die Baumarktbilder vom 25. April, was ja wirklich ein Riesen-Eklat damals war. Hier seht ihr noch Peter im Hintergrund. Hier waren sie quasi unterwegs, haben eingekauft für das TV-Projekt, um die Wohnung zu sanieren. Das war ja ein Riesen-Promi-Flash-Artikel, ein Riesenskandal. Ich erinnere mich noch, das war ja, wo ich meinen Monat Auszeit genommen habe von der Berichterstattung zu dem Thema. Aber ja, hier sehen wir sie,
wie sie unterwegs waren im Baumarkt. Das passt relativ gut zu der Berichterstattung jetzt, dass ich euch die Bilder hier nochmal einblende, dass ihr halt auch seht, dass sie wirklich auch vermeintlich selbst eingekauft haben. Und jetzt gehen wir mal in den RTL-Text. Da haben wir sie nämlich schon. Yvonne Wölke und Peter Klein sind beim neuen RTL-Format Wettkampf in vier Wänden dabei. Und hier sehen wir sie schon direkt in der Baustelle in der Aufnahme zum Interview vom 16. Juni, relativ neu. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Auch wenn man nur munkeln kann, was zwischen Yvonne Wölke und Peter Klein wirklich läuft, ist eine Sache jetzt klar. Die beiden sind in einem neuen RTL-Format dabei und müssen dort beweisen, wie gut sie handwerklich zusammenarbeiten können. Wie gut können Yvonne Wölke und Peter Klein renovieren? Dass Yvonne und Peter in der letzten Zeit ziemlich viel Zeit miteinander verbracht haben, daran ist wohl RTL nicht ganz unschuldig, denn die beiden standen für ein neues TV-Format vor der Kamera. Bei Wettkampf in vier Wänden, die ultimative Bauchchallenge, müssen die beiden nicht nur beweisen, wie gut sie als Team funktionieren, sondern auch, wie geschickt sie handwerklich sind. Moderiert wird die größte Renovierungschallenge Deutschland von Eva Brenner. Zu sehen gibt es das Spektakel ab Sommer 2023 in der RTL Primetime. Sehr, sehr interessant. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer ist denn Eva Brenner? Und die habe ich für euch auch rausgesucht. Eva Brenner hier, wir sind mal jetzt direkt bei Wikipedia. Die kennt ihr vielleicht schon. Mal gucken, ob wir das Bild ein bisschen größer hinkriegen. Die kennt ihr schon von diversen Bausendungen, welche sie auch mit moderiert hat. Mit John Kosmala vielleicht kennt ihr das noch von RTL 2. Und sie ist wohl auch mit am Start und wird dann Peter, Yvonne und die anderen Teams begleiten. Unter anderem ist sie bekannt aus Zuhause im Glück. Und wenn man hier mal so in die Historie guckt, Mach was draus, Duell der Gartenprofis, Das Haus des Jahres, Mein Zuhause, richtig schön. Also hier gibt es sehr, sehr viele Einblicke. Und sie selbst ist, wenn ich mich richtig erinnere, Innenarchitektur hat sie studiert an der Fachhochschule Düsseldorf. Also sie macht auch mit in dem TV-Format. Und damit haben wir jetzt schon mal ein paar neue Informationen zusammenbekommen. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das TV-Format anläuft. Die erste Folge wird wahrscheinlich gigantisch sein. Und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen abflachen. Ich werde euch aber hier natürlich von berichten. Hier geht der Artikel noch kurz weiter. Wie stehen Peter und Yvonne zueinander? Auch wenn ihr gemeinsames TV-Projekt nun aus dem Sack ist, kann man nur rätseln, wie nahe sich die beiden wirklich stehen. Nur Freundschaft oder doch mehr? Für ihr neues Format ist das wohl erst einmal nebensächlich, denn da zählt nur eins: anpacken und aufhübschen. Zitat Ende. Und jetzt sage ich euch was, was ich wirklich ziemlich gut finde. Wir erinnern uns an das TV-Projekt von Daniela Katzenberger, was jetzt Ende Juni starten wird. Und diese fünfte Staffel von Katzenberger wird ja angepreist mit Iris Klein und dem Ehedrama. Und da wird richtig Bambule und Werbung für gemacht mit dem Ehedrama. Und das finde ich hier bei der Bauchchallenge richtig gut, dass RTL bis jetzt, so wie ich das mitbekommen habe, nicht die Affäre, nicht die vermeintliche Liebschaft, das nehmen die alle nicht als Aufhänger, sondern das Projekt ist autark als Projekt, wo Yvonne und Peter arbeiten und es wird nicht mit irgendwelchen Skandalschlagzeilen hochgepusht. Und das finde ich sehr gut. Das hat Daniela Katzenberger und Iris Klein nicht hinbekommen. Die haben diese Welle von, ja, von dieser Affäre mitgenommen und das machen die beiden nicht, beziehungsweise das macht das RTL-Team nicht. Und das finde ich, so geht es mir persönlich, sehr viel angenehmer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Sendung allein dadurch viel mehr Aufrufe bekommen wird, denn die Menschen sind auch natürlich an Peter und Yvonne interessiert, gar keine Frage, aber ich finde das Thema jetzt auch gar nicht mal so uninteressant, wie alle mögen bestimmt gerne so eine Bausendung und wer guckt da nicht manchmal auf RTL 2, ja, die Rettungsbauer und was es da alles gibt, also ich freue mich drauf, das sind die neuesten Informationen, die ich für euch hier zusammengetragen habe und natürlich, wenn es hierzu neue Informationen gibt, werdet ihr sie hier von mir auch bekommen, ich berichte für euch zweimal am Tag zusammen mit dem Katzenreporter. Der ist schon wieder auf Mission und ich freue mich mega auf 14 Uhr. Da haben wir auch noch mal ein Thema heute. Das wird auch noch mal sehr schwierig werden. Ansonsten sehr lustiges Thema. Laura Müller verkauft ihre Dessous. Ich verlinke euch das Video hier einmal oben. Da haben wir gestern alle sehr gelacht. Falls du das verpasst hast, schau unbedingt vorbei. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir sind hier eine kleine Trash-Familie, die stetig wächst. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch einen schönen Samstag bis um 14 Uhr. Ich freue mich auf dich.